Ich bin Amerika. Ich bin das Volk dieses Landes. Das Volk vom Land ohne Übel. Das Volk der Anden, der Wälder. Das Volk der Pampas und des Meeres. Vom Colorado und Tenochtitlan. Vom Machu Picchu und aus Patagonien. Aus den 7 Völkern von Rio Grande, Pachamama. Ich bin Apache, bin Azteca, Aymara, Araucano, bin Maya, Inka, Tupi, Yanomami, Aymoré, Guarani. Ich war die Freiheit, nicht nur eine Figur aus Stein. Moara aus menschlichem Fleisch, die lebendige Freiheit. Ich war die Würde, ohne Angst und ohne Stolz, die menschliche Würde. Ich kannte sehr wohl das Gold, den Diamanten, das Silber, das edle Holz der Wälder. Für mich jedoch war es der heilige Schmuck des Körpers unserer Mutter Erde. Ich hatte Achtung vor der Natur, so wie man seine eigene Frau achtet. Ich war das freie Land,
das klare Wasser. Ich war der reine Wind, fruchtbar im Überfluss, überschäumender Gesang. Abundância, repletos de cantigas. Ich lebte trunken vor Freude. Mein Dorf war rundherum Freundschaft. Ich war ein Volk Millionen Lebendiger, Millionen und Abermillionen von Menschen, Millionen von lebenden Ebenbildern des lebendigen Gottes. Ich lebte in reiner Nacktheit. Ich spielte, pflanzte, liebte. Ich zeugte, wurde geboren und wuchs in der reinen Nacktheit des Lebens. Ich pflanzte die Kinder und die Worte. Ich pflanzte den Mais und den Mandiok. Ich sang mit der Stimme der Flöte. Ich tanzte im Schmuck des Mondscheins, im Federkleid der Vögel und Palmblätter. Ich war die Kultur in Harmonie mit der Mutter Natur. Ich betete Gott an, Maira in allen Dingen, Tupa in jeder Bewegung, Grund jeder Stunde. Ich kannte die Wissenschaft vom Ursprung des Guten und des Bösen. Das Leben war mein Kult, der Tanz war mein Kult. Die Erde war mein Kult, der Tod war mein Kult. Ich war ein lebendiger Kult.
Jahrtausend alt war meine Kultur. So alt wie die Sonne, wie die Berge und Flüsse des großen Amerindia. Meine Zeit war der Tag und die Nacht, die Sonne und der Mond, der Regen und die Winde. Meine Zeit war die Zeit ohne Stunden. Und wir haben dich geknechtet in der Dunkelheit der Bergwerke. Und wir haben dich beerdigt im frühzeitigen Tod. Mit Schiffen der Gewinnsucht kamen wir über die Meere, um Land zu erschließen, um Land zu verkaufen. Straßen legten wir an, Straßen der Lüge, Straßen des Elends, Straßen ohne Rückkehr für das Volk des Landes. Este cerro desde 1545 ha dado a la corona de España. Dieser Berg hat seit 1545 für die spanische Krone und andere europäische Länder annähernd 60 Millionen Tonnen reines Silber geliefert. Und dieser Berg hat seit der Kolonialzeit, also in 4,5 Jahrhunderten, 1.300.000 Menschenleben gekostet. In esta mina han trabajado mayormente todos los criollos, los mestizos propios de este. Los españoles. Es waren die Indianer und die Mestizen von hier. Die Spanier krümmten keinen Finger. Der Großteil des Silbers ging an die spanische Krone, die damals, sagen wir, das größte Zentrum in der Welt war. Potosí tenía 120.000 habitantes.
Die Stadt Potosí zählte 120.000 Einwohner. 80% davon arbeiteten in den Silberminen. Im oberen Teil des Berges liegt Zinn, im unteren Teil dagegen reines Silber. Der Berg wird auf 660 Millionen Tonnen Silber, Zinn und andere Erze geschätzt. Sein Gesamtwert liegt bei 6 Billionen Dollar. Und wir haben dich ausgeraubt, deine Wälder entblößt, deine Felder eingeäschert, die Flüsse und die Luft verschmutzt. Durch Zäune trennten wir den Menschen vom Menschen, um Rinder zu mästen, auf Kosten des Hungers der Menschen, um Soja zu pflanzen für den versklavenden Export. Zerstörer für immer. Räuber für immer. Glücksritter des Todes. Er sagt, es kommt ihm wie ein Traum vor. Zum ersten Mal treffen sich die Weißen mit den Yanomami. Der Fluss ist verschmutzt. Man kann das Wasser nicht mehr trinken. 100.000 Goldsucher sind in dieses Gebiet eingefallen. 100.000 haben sich hier festgesetzt. Man weiß nicht mehr, wohin man treten soll. Es ist schockierend. Verpestet haben wir dich mit importierten Viren, Bazillen und Seuchen. Dein Volk haben wir degradiert zu einem Volk von Kranken, einem Volk von Toten. Knochen eines armen Christus. Ich kannte den Tod, jedoch nicht den weißen Tod. Unser früherer Tod war ein menschlicher Tod. Wir kehrten zur Erde zurück, zur Mutter, die uns geboren hatte. Para un bando dice que cumplen 500 años de descubrimiento de América. Para otros dice que para la iglesia cumplen 500 años de evangelización. Pero para mí una vergüenza de hablar de eso, no. 500 años. Für die einen sind es 500 Jahre Entdeckung Amerikas. Für die Kirche 500 Jahre Evangelisierung. Was haben Sie denn entdeckt? Sie haben doch nur unseren Reichtum geraubt, unsere Lebensweise. Sie haben zerstört, kaputt gemacht, getötet, unseren Reichtum mitgenommen und alles zerschlagen. Das hat man also entdeckt. Thank you.
Die Kirche spricht von 500 Jahren Evangelisierung. Es sollte aber für die Weltkirche eine Schande sein. Sie sollte ihre Sünden bereuen. War sie nicht Komplize der herrschenden Völker? Stand sie nicht in der Reihe der Unterdrücker, der Imperialisten, in der Reihe der Mächtigen und Reichen? Mit ihrer Hilfe herrschte sie, bereicherte sich und blähte sich auf. Und wenn sie von 500 Jahren Evangelisierung spricht, hat sie doch keinen einzigen Indianer evangelisiert. Kann sie keinen einzigen Indianer vorweisen, der Bischof, Priester, Ordensmann oder Ordensfrau wäre, in dem Sinne, dass er seine eigene Kultur bewahrt hätte, in ihren Lebensformen, in ihrer Theologie, mit ihren eigenen Riten und Symbolen. Und wir haben dich missioniert, dem Evangelium untreu. In dein Leben pflanzten wir des Kreuzes Schwert. Der frohen Botschaft vom Mensch gewordenen Wort untreu gaben wir dir die Botschaft einer fremden Kultur. Den Frieden deines Lebens, für immer bewundernswert, schlugen wir in Stücke. Die neue Evangelisierung kann nichts anderes heißen, als den Nächsten lieben wie sich selbst. Es wird keine Änderung geben in der Gesellschaft oder in Lateinamerika, wenn man auch noch so laut schreit, dass man evangelisiert. Es wäre nichts anderes als die Praxis der Pharisäer. Ich bin Indianerin und ich bin Christin und möchte beides gleichzeitig sein. Das ist nicht immer leicht, weil die Kirche noch nicht Indianerin geworden ist. No siempre es fácil porque la iglesia no acaba de hacerse indígena. Die Gottesmutter von Guadalupe gab ihre Botschaft einem Indianer, dem Ärmsten der Armen, dem Demütigen und dem Geringen. Und so erschien sie Juan Diego und uns als Mutter, als Frau, als Braut und Begleiterin, als unsere Schwester und Mutter. Diesen Tempel wollte die Jungfrau sicher nicht, sondern dass jeder von uns ein lebendiger Tempel Gottes sei. Der Bischof ist Gefangener der alten Struktur und andere sind es auch. Sie erfüllen das Gesetz und haben den Tempel gebaut. Der Tempel jedoch sind wir. Die Kirche sind wir. Durch Juan Diego haben wir verstanden, dass wir die Kirche sind, dass wir Tempel sind und nicht die Konstruktion und nicht die Struktur. Es gibt viele Beispiele, dass Ordensfrauen und Männer die offizielle Linie der Kirche verließen und sich durch eine wahre Evangelisierung hervortaten. Denken wir an Monsignore Oscar Romero in El Salvador. Er gab sein Leben für das Volk. Viel früher schon in der Geschichte war es Bartolomeo de las Casas. Und hier in Ecuador haben wir in lebendiger Erinnerung unseren Bischof Monsignore Leonidas Proaño. Er hat sich wirklich nicht geschämt, arm und einfach zu leben. Mehr noch als ein Indianer.
caso de nada. Y luchando con sus propios medios para conservar su propia cultura. Mit eigenen Mitteln müsst ihr kämpfen, um eure Kultur zu bewahren, eure Indianerkultur, eure Liebe zur Erde, eure Liebe zum Gemeinschaftsleben, eure Liebe zu Gott, die sichtbar wird in der Liebe zur Erde und zu den Mitmenschen, in der Verbundenheit und in der Gemeinschaft. Es bedrückt mich der Gedanke. Er lässt mich nicht los. War die Kirche verantwortlich für alle Last der Jahrhunderte, die den Indianern auferlegt wurde? Welch ein schmerzlicher Gedanke. Und ich trage diese Last der Jahrhunderte mit mir herum. Para el indígena hay una relación íntegra, inseparable. Für den Indianer gibt es eine einzige Wirklichkeit, ein unzertrennbares Beziehungsgeflecht zwischen den Menschen, der Erde und Gott. Diese drei gehören zusammen. Nicht Gott steht für sich, nicht der Mensch für sich, nicht das Leben für sich, nicht die Erde für sich. Sie gehören zusammen, die Erde, der Mensch und Gott. Der Mensch steht in Beziehung zum Menschen, um leben zu können. Der Mensch steht in Beziehung zur Natur, wodurch er Gott, den Schöpfer des Universums, gegenwärtig erkennt. Die Sonne zum Beispiel macht die Natur, die Mutter Erde, fruchtbar. Und durch die Mutter Erde ernährt sie uns, gibt uns Leben, gibt uns Wärme. Das ist kein Aberglaube. Die spanischen Eroberer sagten uns, wir seien Götzendiener und Ignoranten, weil wir einen sichtbaren Gott anbeten. Was ist ein sichtbarer Gott? Die Sonne, der Mond, die Sterne, das Wasser und die Berge. Wir beten Gott an, der das alles erschaffen hat und uns darin auch sichtbar wird. In all diesen Dingen gibt es Beziehungen zu Gott. Die Erde ist uns eine Mutter. Warum? Weil wir aus ihr geboren sind, von ihr uns ernähren und zu ihr zurückkehren. Für den Ausländer aber, für den Imperialisten, für den Kapitalisten, für den Großgrundbesitzer und Unterdrücker bedeutet die Erde nur ein Handelsobjekt. Sie haben kein Gewissen. Sie kaufen und verkaufen ihre Mutter, machen Geschäfte mit ihrer Mutter, vernichten ihre Mutter, machen mit ihrer Mutter, was sie wollen. Für den Indianer ist die Erde seine Mutter. Ich bewohne die Bergesgipfel, wohne aber auch in den Unterdrückten und Geringsten. Ich gebe ihnen neues Leben. Das Volk schreit, der Herr hat mich verlassen. Mein Gott denkt nicht mehr an mich. Kann denn eine Mutter das Kind ihres Schoßes vergessen? Selbst wenn sie es könnte, ich werde dich nie vergessen.
Mit meiner Hand habe ich dich geformt. Wie einen Fluss lasse ich zu dir den Frieden kommen. Auf meinen Armen trage ich dich und streichle dich zärtlich auf meinen Knien. Wie die Mutter ihr Kind tröstet, so werde ich dich trösten. Ich war das ganze Amerika. Ich bin noch immer Amerika. Ich bin das neue Amerika.